So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Wo war er denn? Hier, Rengaru. Der, war Hey, doch. you! Der stand doch auch auf unserer schwarz-roten Liste, keine Ahnung. Jora meinte, du hättest dein Gold. Verdammt, nichts wie weg! Das darfst du keinem erzählen. Was? Moment! Das habe ich gerade am Arm Ach, gekratzt. erzähl mir Schnell! nicht sowas. Schneller! Wo rennt der hin? Scheiße, jetzt rennt der weg und wir können nicht hinterher. Gut, dass wir hier so in aller Gemütlichkeit hinter dem herjoggen, aber ich meine, okay, ich weiß natürlich, wo der hinrennt, aber ich muss das hier so ein bisschen effektvoll kommentieren. Ha! Da bist du. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen. Du? Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschone dich mit deinem Gejammer. Moment, Moment, Moment. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Ach komm, nee, komm, mit sowas kannst du, weißt du? Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Wir sind Ich will ordentlich. keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was du hier abziehst. Steck die Waffe weg. Okay. Kluges Kerlchen. Speichern wir mal gerade. Jetzt kannst du was erleben. Ah, fuck. Versuch das nicht nochmal. Komm. Normalerweise würde ich ja jetzt nicht laden, aber das habe ich jetzt extra nur mal kurz gemacht, um diese Funktion zu testen, natürlich nur. Ne? Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir dem überhaupt Schaden gemacht haben, ehrlich gesagt. Egal, dann verpfeifen wir den jetzt einfach nur. Ich dachte, wir verprügeln den nochmal kurz und holen uns dann noch den anderen Kram, den er mit sich rumträgt. Aber gut, vielleicht sollten wir mal ein bisschen hier unsere Punkte investieren. Land 20 haben wir. Weiß ich jetzt nicht direkt, wie viel man da investieren sollte, wo rein, weil wir wissen ja jetzt, das ist jetzt so eine Sache. Diese Lernpunkte könnte ich jetzt in ein Hand, in zwei Hand oder in Magie stecken. Aber in alles drei, ja, ich weiß nicht, weil wir wissen jetzt noch nicht, wo wir hinwollen. Und deswegen. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Deswegen. Rengaru hat den Händler Jora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden mehr bestehlen. Hier hast du dein Geld. Sehr schön. Deswegen ist das doch ganz gut, wenn ihr mir da was schreiben würdet, aber zur Not muss ich halt da selber Entscheidungen treffen. Aber bis dahin kann man ja vielleicht, okay, wir könnten ein bisschen in Stärke investieren. Oder Moment, sind wir jetzt mal nicht geizig. Gehen wir einfach mal hin hier, machen einfach mal 5 auf Einhand. Es wird ja wohl nicht so tragisch sein, weißt du? Komm. Lass uns mit dem Training beginnen. Einhandwaffen 5. Zack. Damit wir einfach mal, weißt du, dann kann man nämlich zumindest mal ein bisschen besser schlagen. Macht jetzt auch nicht so viel. Ja gut. Merkt man natürlich jetzt noch nichts von. Und ja gut, dann haben wir jetzt zumindest 20%. Aber die Welt ist das jetzt auch nicht. Nee, ist auch kein Geheimnis mehr. Ist immer so cool, wie die hier reden die ganze Zeit. Das ist so cool einfach. Jora. Ich glaube, der hat Jora studiert. Wegen des Diebes.
Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Hast du mein Gold? Ja, ich habe ihn erwischt. Er wird die nächste Zeit im Gefängnis verbringen. Was ist mit meinem Gold? Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Jetzt wäre es natürlich gerecht, wenn... Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Was bist du denn für ein Spasti? Zeig. Toll. Sieht er uns voll ab hier. Naja. Wir haben es für die Gerechtigkeit getan, weißt du? 20, 35 Richtstab, wie cool. 50 Schaden mit 35, das wäre sogar noch im möglichen Bereich einfach, weißt du? Okay, da ist eine sehr große Lücke zwischen den beiden. Also so von wegen 15 und 65, glaube ich, war das. Okay, der redet sowieso nicht mit uns. Harken schlägt einen Harken. Was haben wir hier? Ledergürtel. Ach, der macht doch mit der Lederrüstung, ne? Ist doch, der ist doch super. 250. 257 haben wir. Kurzschwert. Wolfszahn. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Außer 15 Würste. Den Säbel, den würde ich schon gerne behalten. Der sieht schon ganz cool aus. Die Axt, okay, die bringt jetzt eh nicht so viel. Nein. Aber den Gürtel, den kann man, da kann man sich gut drauf hinarbeiten. Den können wir mal anpeilen. Wo können wir denn jetzt noch hin? Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal zu Laris ins Hafenviertel unten. Oder soll ich mir erst den Gürtel kaufen? Ne, ich glaube, es ist gut, wenn man immer ein bisschen Geld sollte man ja auf jeden Fall schon immer in petto haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Sonst ist alles kacke. Bams. 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 So, speichern wir nochmal. Und dann begeben wir uns jetzt mal in das Hafenviertel. Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Zu den krebskranken Kiffern, würde ich sagen. Ja, was gibt's denn Interessantes? Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Das habe ich schon. Ich will ihn nicht sagen, ne? Aber der sieht mal wirklich so exakt genauso aus wie Maxim von KIZ. Schon krass. Schon cool. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Ja, der steht den ganzen Tag hier und kifft und kriegt dann auch Geld dafür, oder was? Das ist so ein super Job einfach. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Okay. Dann. Hier haben wir zwei Bürgerinnen. Hier wollte ich nochmal kurz zu Laris. Hey. Mein Freund. Gut, dass wir jetzt hier rumwackeln. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Das habe ich schon gesagt. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden.
Natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Oh, schade. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Wer muss die Arbeit hier machen? Ich brauche deine Hilfe. Wofür das denn? Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Das habe ich schon nicht mal gesagt. Ich brauche Geld, ich brauche eine bessere Rüstung, ich brauche eine bessere Waffe. Machen wir mal bessere Waffe. Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Okay. Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zyris am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ernsthaft? Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Also, jetzt mal ganz ohne Witz, ne? Ich wusste jetzt nicht, dass der das sagt. Wie cool ist das denn? Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Er arbeitet auch den gar nichts mehr. Ja, das war ja ein glücklicher Zufall. Der hat uns genau das vorgeschlagen, was wir vorher schon gemacht haben, und zwar einfach eine Rüstung geklaut. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ja, okay. Wegen der verschwundenen Leute. Ja. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich einfach ins Klo runterzuspülen. Miliz, Söldner, Feuermagier. Da müssen wir dann einfach nochmal drüber nachdenken, ne? Meine lieben Freunde, die hier zuschauen. Ich denke nochmal drüber nach. Und, was hast du eigentlich, mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Mhm. Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Das ist ein guter Deal. Zum Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Hey, du hast mir auch schon davon erzählt und alle und sowieso jeder und... Erzähl ich gar nichts mehr. Moment. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Klar, auf jeden Fall. Bliblablub. Was wäre denn... Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Wenn wir das wollten. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Ach, es gibt mehrere. Der arme Kerl kann einem leid. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Ich auch. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Moment. Ich hab doch... Und alles. Ich bin doch hier und so, ne? Boss und alles. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört.
Wir werden dich im Auge behalten. Alles Weitere wird sich zeigen. Okay. Verstehe. Ja, also wir sollten uns auf jeden Fall nochmal bei Laris melden, wenn wir uns entschieden haben, welches, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir können uns ja auch mal das Kloster anschauen und sowas. Aber, es wäre doch ganz gut, das mal vorher zu wissen. So, den hier können wir noch fragen, Borka. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ich glaube, der arbeitet auch für die so ein bisschen. Der ist leicht, irgendwie verkaufend. Sag mir nicht, dass wen haben wir hier? Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Hey, willst du ein bisschen Fisch kaufen? Ich hab für so etwas. Komm, 3 Gramm. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. Der hat 12 Fische, schön. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Corinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ich werde mich da nicht einmischen. Vermisst du jemanden? Ist das ich? Nein. Ja, dann. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Ja, später. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Corinis. Das ist wahr. Das war keine große Sache. Ja, der ist jetzt auch nicht so wirklich so ein ganz so offenes Buch. Also, richtig viel erzählen tut er nicht. Puh. Ja, dann würde ich sagen... Ach, da hinten waren die Bootsbauer, genau. Stimmt, die haben, mit denen haben wir aber, glaube ich, auch schon geredet, oder? Meine ich? Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, gucken wir mal dann nächste Folge, wie wir dann weiter vorgehen, von wegen welchem Kram wir uns anschließen wollen. Das waren jetzt tatsächlich 3 Folgen lang keine Action, keine einzige Kampfszene, bis auf die einen da oben, wo wir gefailt haben, sozusagen. Wir sind nicht aus der Stadt rausgegangen und nichts ist passiert, aber egal. Wir kommen ja trotzdem vorwärts, langsam, aber sicher. Und ja, dann sollten wir uns nächste Folge auf jeden Fall schleunigst auf eine bestimmte Partei, auf ein bestimmtes Lager konzentrieren, wo wir dann auch mal hingehen, wo wir dann versuchen, uns da drauf zu konzentrieren, dass wir da aufgenommen werden. Und wir können ja trotzdem noch einen der Berufe erlernen. Das ist ja auch noch so eine Sache, die kann man ja trotzdem noch nebenbei machen. Und das würde ich dann, glaube ich, auch... Dann machen wir nächste Folge die Berufe und danach wahrscheinlich dann schon das Lager oder die Kaste oder Sekte oder was auch immer. Auf jeden Fall dann vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.